Bevor ich zum heutigen Thema komme, ich flehe euch an, meine Lieben, in christlicher Nächstenliebe, die morgens zur Sonntagsmesse kommen und gehört haben, was ich jetzt sage, schaut bitte, dass ihr die Fenster besetzt, wenn ihr es aushält, und schaut, dass die offen bleiben. Ja? Ich habe im Juli in Hattersheim, mit C-Aktionsspäß Unica, habe ich im Juli das Sonntagshochamt zelebriert in Hattersheim, es war 9.30 Uhr oder 10 Uhr oder so etwas. Beim Kommunionausteilen habe ich schwarze Flecken vor den Augen bekommen und wäre beinahe samt Ziborium umgekippt, und das ist dann nicht so lustig, wenn 400 Ostien irgendwo im Presbyterium und unter dem Volk verstreut liegen, nicht wahr? Das wollen wir doch vermeiden. Der eine oder andere ist zwar sicherlich der Meinung, dass der Herr Dr. Dr. Hesse rasches abtreten sollte auch von der Bühne dieser Welt, aber ich bin überzeugt, dass ihr euch dieser Meinung nicht anschließt, und dann helft mir zu überleben, und wenn einer von euch zugempfindlich ist, kann er sich in Schal umwickeln. Ich kann die Heilige Messe nicht in schwarzer Badehose mit violetten Knöpfen lesen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also bitte habt da Rücksicht. Ja? Und schaut, dass die offen bleiben während der Messe. Ich kann nicht mich während der Messe umdrehen nach dem Dominus Ubiscum und sagen, Fenster auf. Früher mal haben Landfahrer sowas gemacht, aber das gehört sich nicht. Ja? Habt da bitte Verständnis. Sollte ich während des Vortrags mein Jackett ausziehen, so bin ich drunter anständig gekleidet, und ihr wisst warum. Es ist gut, dass das auf Video ist, das sollen die Leute mal hören. Ja? So, zum heutigen Vortrag. Bevor ich anfange, möchte ich hier euch klar machen, das ist, ich lese vor, Pater Franz Schmidberger, der Protestantismus in der ökumenischen Bewegung, im Rex Regum Verlag als Heft erschienen, liegt da hinauf am Tisch zum Mitnehmen. Ich möchte, dass ihr das alle habt, diese Broschüre, und lest. Sie ist nicht nur zum Teil, weil ich daraus vorlesen werde, einige wenige Paragraphen heute, eine meiner Quellen für den Vortrag, sondern sie ist die beste Ergänzung, denn ich kann nicht über das alles, was dazu zu sagen ist, zu dem heutigen Thema sprechen. Der hochwürdige Pater Schmidberger, dessen Theologie makellos ist, wie ich immer wieder sagen muss, ja, im Gegensatz zu gemeinen und bösen Verleumdungen von anderen Ecken über ihn, der hochwürdige Pater Schmidberger hat diesen Vortrag gehalten im Rahmen einer Art Akademie im Sommer in Rom, im Zusammenhang mit dem, was man bei uns nennt, Rom-Kurier, also die Zeitung Sissinonò. Ja, die übrigens nebenbei bemerkt, bei allem Respekt zum Mitteilungsblatt, das ich wirklich schätze und liebe und meistens jede einzelne Zeile lese, ja, die theologisch informativste Publikation überhaupt ist der Rom-Kurier, das Sissinonò. Und bei dieser Gelegenheit hat der Pater Schmidberger darüber gesprochen. Also, ich entnehme dem Einladungszettel, dass das heutige Thema ist, Sackgasse Reformation 1999. Natürlich gemeint, nicht, wir sind ja im Gegensatz zum lieben Heiligen Vater keine Millenaristen, wir legen keine Bedeutung auf das Jahr 2000, wir legen eine Bedeutung darauf, ob wir morgen noch im Gnadenstand sind und nicht, welche Hausnummer man als Jahreszahl schreibt, nicht wahr? Auch wenn es Anno Domini, Jahr des Herrn ist. Die Zahl selber interessiert uns als Katholiken wahrhaftig nicht, ja? Abgesehen davon, dass das zweite Jahrtausend im Jahr 2001 anfängt. Denn das Jahr 2000 ist der Abschluss des 19. bis 20. Jahrhunderts, wenn man in der Mathematik weiß, dass bekanntlich man nicht zählt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern man zählt bekanntlich einen Apfel, zwei Äpfel, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Äpfel. Und die zweistellige Zahl daher erst der Abschluss der ersten Dekade, der ersten Zehner-Einheit ist. Ne? Wir müssen uns natürlich schon auch in gewisser Hinsicht den Kopf darüber zerbrechen, was jetzt da im Jahr 2000 geschehen wird. Uns interessiert herzlich wenig, was das eine 2 mit 3 Nullen ist. Uns interessiert aber sehr wohl, was da geschehen wird. Denn der Heilige Vater hat ja in genug seiner Publikationen, vor allem Tertio Millennio Adveniente, darüber gesprochen, was das Jahr 2000 für ihn für eine ungeheure Bedeutung hat. Und er möchte verwegenermaßen auch diese Bedeutung auf uns ausdehnen, was uns aber nicht sonderlich betreffen wird, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte also daher nicht sprechen über Luther, Luthertum und Protestantismus historisch. Ich spreche daher nicht über
Der heutige Zustand des Protestantismus, den entnehmt ihr der Tageszeitung täglich. Ich spreche daher nur an im Ansatz über die Schwierigkeiten für den ökumenischen Dialog mit den Protestanten, über die Pater Schmidberger hier zwei Seiten schreibt und wo ich also vor allem den Leitsatz zitieren möchte, wo Pater Schmidberger ganz richtig sagt, ja mit wem denn? Dialog mit wem? Wer bestimmt denn, was ein Protestant glaubt? Da gibt es ja, ich weiß nicht wie viel, 54 verschiedene protestantische Kirchen allein in Deutschland. Dann gibt es unzählige protestantische Sekten in den USA. Und die spalten sich dann auch ständig. Und außerdem ist es ja so, dass jeder Protestant im Grunde genommen sich seine Religion ja selber macht. Ja? Daher, Frage, mit wem sollen wir im ökumenischen Dialog, wenn schon, mit wem sollen wir da reden? Der Evangelische Weltkirchenrat zum Beispiel behauptet Dinge, wo dann diverse Landesbischöfe in Deutschland sagen, nein, unmöglich, kann ich nicht akzeptieren. Ne? Das ist ja so, wie es jetzt eben bei uns ist, wir kommen darauf zurück, bei uns eben nicht, sondern in der Konzilskirche, wo jeder Bischof was anderes sagt. Ja? Damit ist das Thema abgehandelt, mit wem Dialog. Wir können gar nicht einmal herausfinden, mit wem, daher ist auch die Frage müßig, ob wir es jetzt tun sollen. Abgesehen davon, dass der Papst Pius XI. Gesagt hat, dass das schädlich ist und verboten. Ich möchte daher nur ausgehend vom vierten und letzten Kapitel dieser Broschüre darüber sprechen, was bedeutet tatsächlich in der Praxis die Protestantisierung der sogenannten katholischen Kirche, die der Heilige Vater nicht so nennt. Also jener Gemeinschaft, die der Heilige Vater schon in seiner Antrittsenzyklika Redemptor Hominis von 1978 ausschließlich nennt. Die Konzilskirche, Kirche des Konzils, Kirche des neuen Advents, beziehungsweise Bewusstsein der Kirche, was immer das dann sein soll. In dieser merkwürdigen Gemeinschaft, die sich also hier nennt, Kirche des neuen Advents, ich sage sich so nennt, denn es tut ja nicht nur der Heilige Vater, sondern die Bischöfe sind ja Feuer und Flamme für alle diese Dokumente. Was bedeutet, wenn auf dem heutigen Einladungszettel steht Sackgasse Reformation 1999? Die Reformation, der Name ist vollkommen falsch gewählt, weil es keine Reform war, also eine Neuformung, eine Wiederherstellung, sondern eine Deform, eine Deformation war, eine Zerstörung. Ein Abbau. Diese Deformation von dem Herrn Dr. Martin Luther, dessen Berufung bezeichnenderweise kam unter anderem, als ein Blitz neben ihm in den Baum einschlug und ihn verschonte, sicherlich köstliche Idee, sich da eine Gottesberufung einzubilden. Ja. Wir Priester sind, glaube ich, einheilig, alle Priester geworden, weil wir die Heilige Messe lesen wollten und Gott dienen. Nicht? Und nicht, weil wir zufällig ein Lastwagen 5 cm an uns vorbeigerollt ist, statt uns zu erwischen. Ne? Aber abgesehen davon, diese Reformation von Herrn Dr. Luther, von Zwingli, vorher schon von Hus und von Calvin, der dann eigentlich das theologische System dem ganzen lutheranischen Wirrwarr gegeben hat, und natürlich von Heinrich dem VIII., der rein aus sexuellen Gründen, angeblichen Standesgründen, halt mehr Frauen als eine haben wollte, also diese Reformation eben hier losgetreten wurde und damit die Sackgasse. Eine Sackgasse kann spitz zulaufen. Sie kann aber auch wie in einem Labyrinth, aus dem es keinen Ausweg gibt, 100 kleine Enden haben, so dass man nicht mehr umdrehen kann. Und genau das ist beim Protestantismus der Fall. Luther war noch nicht einmal tot. Da gab es schon ein gutes Dutzend protestantische Bewegungen, die einander exkommuniziert, beschimpft und was weiß ich was haben. Das nimmt auch nicht Wunder, wenn wir, und dieses bisschen muss ich leider, so ekelig das Thema ist, über den Herrn Dr. Luther selber berichten, bedenkt, dass Dr. Martin Luther vor allem sich selbst widersprochen hat, ununterbrochen. Heute hat er gesagt, das Papsttum ist schlecht, aber hat das eine oder andere hervorgebracht. Morgen sagt er dann, das Papsttum ist ausschließlich vom Teufel und hat nie irgendetwas hervorgebracht. Dann war er sich absolut nicht einig darüber, wie die Gegenwart Christi, mit sich selbst einig darüber, wie die Gegenwart Christi in der Hostie zu verstehen ist.
Er hat die Realpräsenz, das heißt die wahrhaftige, substanzielle Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus in der Hostie abgelehnt. Das war klar. Aber er war sich mit sich selber nicht darüber einig, ob das jetzt, wie Zwingli und Calvin behaupten, eine rein symbolische Präsenz ist, oder ob es eine vom Empfänger abhängige Präsenz ist. Er hat manchmal gesagt, das ist so. Wenn ein Christ im Glauben wirklich Christus zu empfangen die Hostie empfängt, dann ist Christus in der Hostie gegenwärtig. Am nächsten Tag hat er dann gesagt, ja, schon gegenwärtig, aber nicht wirklich. Dann ein anderes Mal hat er wieder gesagt, doch, doch, für denjenigen, der das glaubt, wirklich gegenwärtig. Und dann hat er ein anderes Mal wieder gesagt, nein, eigentlich nie wirklich gegenwärtig. Unzählige Dinge, wo er sich ständig widersprochen hat. Zum Beispiel hat er sich in der Bibelkunde, also in der Kenntnis über die Texte der Heiligen Schrift, absichtlich, das bewiesen auch durch seine eigenen Aussagen, in Unkenntnis gehalten. Ja? Er hat ja die Bibel übersetzt, beziehungsweise übersetzen lassen ins Deutsche. Eine zum Teil gar nicht schlechte Übersetzung, zum Teil absichtlich fehlerhafte Übersetzung. Er hat also sich selbst zum Papst der Päpste über die Heilige Schrift gemacht, das auch gesagt. Man hat ihn gefragt, Herr Dr. Luther, woher soll ich wissen, was jetzt Heilige Schrift ist, welcher Brief, welches Apostels Heilige Schrift ist und welche nicht, hat er gesagt, das entscheidet der Herr Dr. Luther, er über sich. Ja? Der Herr Dr. Luther weiß das. Und dieser Herr Dr. Luther hat entschieden, dass gewisse Stellen im Evangelium vor allem anders übersetzt werden müssen, denn sonst sind seine grauen Theorien nicht mehr belegbar in der Heiligen Schrift. Er hat also absichtlich Fehler gemacht. Bei anderen Dingen in der Heiligen Schrift hat er nicht gewusst, was da überhaupt steht und hat sich absichtlich da in Unkenntnis gehalten und hat sich lustig gemacht über die Papisten und die obergescheiten Gelehrten in der katholischen Kirche, die immer alles wissen wollen von der Heiligen Schrift. Ja? Derselbe, der behauptet hat, sola scriptura, nur mit der Heiligen Schrift erfährt man den Willen Gottes. Und nicht, wie die katholische Kirche lehrt, mit der Tradition der Mündlichen und dem päpstlichen Lehramt. Die vollkommene Entlarvung des Herrn Dr. Martin Luther ist in seinen eigenen Worten zu finden. Und hier erklärt sich auch, warum wir von einer Sackgasse reden. Denn der Teufel ist immer eine Sackgasse. Der Herr Dr. Luther sagt mit eigenen, nachgewiesenen und nachweislichen Worten, zum Beispiel Weimarer Tischgespräche, die man nachlesen kann, dass er seine Inspirationen vom Teufel bezogen hat. Er sagt selber, dass ihm der Teufel erschienen ist. Seine eigenen Worte. Nicht irgendein böser Jesuit ein Jahrhundert später. Nein, seine eigenen Worte. Ja? Mir ist der Teufel erschienen. Und er hat ja diese Nonne geheiratet dann, nicht? Und hat gesagt, wortwörtlich, mir ist der Teufel ja in der Nacht näher gelegen als meine Frau. Ja? Und der Teufel hat mir gesagt, dass das Papsttum vom Teufel ist und bekämpft werden muss. Er sagt es also ganz deutlich, woher seine Inspiration kommt. Ich kann euch das nicht antun, euch zu sagen, wie der Herr Dr. Luther gebetet hat. Unglaubliche Blasphemien. Er hat das Vaterunser verdreht als eine Schmähschrift gegen den Papst. Das Gegrüßet seist du Maria als eine Schmähschrift gegen den Papst, gegen den damaligen Papst Paul III. Und er hat gesagt, ich kann nicht beten, ohne dabei zu fluchen. Und das kann ich euch als ein Beispiel nennen. Typisches Beispiel von Dr. Luthers Gebet. Er betet im Brevier irgendein Lobpreis Gottes und fügt sofort an, und ebenso sei verflucht der Papst und seine Kirche. Ja? Es ist ganz klar, dass Dr. Luther nicht einfach nur ein Heretiker war. Wenn ihr euch zum Beispiel die typischen heutigen Heretiker anschaut, den Hans Küng oder den Brevermann oder so, da habt ihr zunächst einmal das klassische Beispiel eines vom Hochmut zerfressenen Menschen vor euch, der schlicht und einfach Recht haben will. Der weiß halt alles einfach besser. Das ist Ehrgeiz, das ist Ehrsucht und Geldgier. Ja? Man hat mir versichert, dass bei Hans Küng im Vorzimmer einmal ein riesen Buchregal steht mit allen seinen Werken in sämtlichen Sprachen. Das sagt deutlich, wie wenig er von sich hält. Ha, ha, ha. Also das ist etwas anderes. Aber bei Martin Luther wissen wir aus seinen eigenen Worten, dass
tatsächlich sein Herr und Lehrmeister, nicht irgendein Hochmut ganz einfach nur war, den hatte er natürlich, aber nicht einfach nur Besserwissen, nicht einfach nur seine völlig ungezügelte Lust, mit der er eben schlicht und einfach eine Frau haben musste und Ähnliches tun musste, sondern der Teufel war. Sein Herr und Lehrmeister war in seinen eigenen Worten, nicht böse katholische Verleumdung, in seinen eigenen Worten der Teufel. Von so einem Menschen behauptet Johannes Paulus II., 1986, das erste Mal, glaube ich, war das in Mainz, wie er aus dem Flugzeug gestiegen ist. Ja, ich befinde mich, 86, ich befinde mich hier im Reich des großen Erbes des großen Herrn Dr. Luther. In dem ausgezeichneten Buch Petrus, liebst du mich? Von André Leroux, das Daniel Leroux, das hoffentlich hier im Schriftenstand einmal erhältlich sein wird, das ich euch empfehle zu lesen, obwohl es etwas lang ist, ist dieses Zitat mit Fußnote zu finden. Ihr wisst, dass ich gerne Fußnoten gebe, nur kann ich mir nicht alle merken. Sonst heißt es wieder, ich verleumde den lieben Heiligen Vater. Er hat das gesagt. Er hat in Rom, im Luther-Tempel, das erste wahrscheinlich und letzte Mal für lange Zeit eine Kanzel bestiegen und dort gepredigt, im Luther-Tempel. Das darf aber nicht Wunder nehmen von einem Papst, der letzten Juli öffentlich den Koran geküsst hat. Was ist nun an dieser ökumenischen Kirche des neuen Advents so lutheranisch, reformatorisch oder wenn nicht lutheranisch, dann vielleicht anglikanisch oder zwinglianisch oder calvinianisch? Zu übrigens Calvin möchte ich etwas sagen, was mit Theologie herzlich wenig zu tun hat, was ich aber, heute ist es Weißwein gespritzt, unbedingt hier vom Besten geben muss. Calvin hieß ja eigentlich nicht Johannes Calvin, sondern Jean Cobain und kommt aus der einzigen Gegend Frankreichs, wo kein Wein wächst. Das erklärt eine Menge für den Menschen, der dem Protestantismus ein akademisches System gegeben hat, als einziger übrigens jemals. Wir wollen die Kirche betrachten und das Glaubensleben im Vergleich zum katholischen und protestantischen und dem, was heute ist. Damit ihr euch auskennt, damit ein bisschen System ist in dem, was ich alleine aus Pater Schmidtbergers Broschüre nicht so finde und nicht machen kann, weil auch Pater Schmidtbergers Aufgabe bei dem Kongress für Sissinono war eben nicht, diesen Vergleich zu ziehen, den ich euch geben will. Sonst hätte ich mir ja heute den Vortrag gespart und gesagt, lest das Buch, lest das Heft. Ne? Was ihr auch so tun wollt, bitte. Wir wollen durchgehen, die Sakramente. Das Wichtigste in der katholischen Kirche sind die Sakramente. Aus den Sakramenten wird dann euch klar werden, wie es in der Konzilskirche um die 10 Gebote steht. Nun ist es so, der Herr Dr. Luther hat gemeint, die Sakramente brauchen wir nicht. Es ist unnötig, Sakramente zu haben. Es wird die Rechtfertigung, das ist das, was wir in der Taufe erhalten und was nötig ist, ja, damit wir nach der Rechtfertigung die eigentliche Erlösung und den Himmel bekommen. Und da hat der Herr Dr. Luther gesagt, die Rechtfertigung kommt alleine aus dem Glauben. Das sind diese berühmten Aussprüche von Luther, sola fides, sola scriptura, also nur der Glaube, nur die Heilige Schrift. Und Luther hat gesagt, dass die guten Werke nutzlos sind. Einzig aus unserem Glauben sind wir gerechtfertigt. Wenn wir also an Gott glauben, an den Herrn Jesus Christus, auch schon so zweifelhaft, was heißt welchen Herrn Jesus Christus? Ja? War er Gottes Sohn oder war er nicht Gottes Sohn? Nicht? Also das ist er Sohn Gottes? Ist er der wahre Sohn Gottes? Ist er nicht der wahre Sohn Gottes? Das sind auch so Sachen, die Protestanten unter sich als Streitpunkt haben. Trotzdem hat er gesagt, es genügt also alleine hier den Glauben zu haben. Und er sagt dann auch, haltet euch fest. Sündige fest drauf los, solange du nur fest glaubst. Das ist natürlich ein lustiges Leben, das gebe ich zu, ja? Aber es ist ein Leben in die Hölle hinein, auf dem breiten Weg in die Hölle. Und hier ist es so, dass jetzt im letzten Frühjahr oder im Oktober wird das dann offiziell geschehen, tatsächlich der Weltkirchenrat, der evangelische, der protestantische Weltkirchenrat und der Heilige Stuhl ein Übereinkommen unterschreiben werden.
Wenn dieses Übereinkommen textmäßig das enthält, was ich vermute, sind alle Unterzeichneten exkommuniziert. Pater Schmidberger erwähnt das hier als Einigungspapier zur Frage der Rechtfertigung, das erklärt, die katholischen Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts treffen die heutige Rechtfertigungslehre der Protestanten nicht mehr, wie andererseits die Verurteilungen der Protestanten die katholische Position nicht mehr treffen. Das ist nicht nur zweideutig, es ist meiner Ansicht nach, Pater Schmidberger ist vorsichtig, er sagt es zweideutig, es ist eindeutig gelogen. Denn genau weil eben Luther gesagt hat, die Rechtfertigung, das heißt die Erbsünde loswerden mit einem Wort, ja, Taufe, nicht? Rechtfertigung, Erbsünde verziehen bekommen. Die Rechtfertigung käme aus dem Glauben alleine, hat das Konzil von Trient diesbezüglich in seiner Rechtfertigungslehre in der siebten Sitzung des Konzils von Trient eben das unter Anathema gestellt. Wer das also behauptet, der hört auf, automatisch Katholik zu sein. Und jetzt behauptet ein Dokument, das vom Vatikan unterschrieben werden wird, hoffentlich nicht vom Papst, denn das ist dann eine Katastrophe, dass diese Verurteilungen nicht mehr zutreffen, weil sich hier die Lehre der Protestanten geändert hat. Das ist natürlich eine Lüge. Die Protestanten sind nach wie vor und sogar ärger als je zuvor in dem Punkt unkatholisch. Tatsache ist, dass im 19. Jahrhundert es schon gegeben hat, zum Beispiel protestantische Pastoren, die bei der Taufe gesagt haben, ich taufe dich im Namen des wahren Guten und Schönen. Nur völlig ungültig natürlich, ja, ist ganz klar. Ja. Nur das ist für den Protestanten uninteressant. Denn wenngleich, wenn ein Protestant korrekt tauft, also ich taufe dich im Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes, und Wasser übergießt, diese Taufe gültig ist, so ist denn für den Protestanten uninteressant, ob das gültig ist oder nicht. Weil für den Protestanten ist es klar, aus der Lehre Luthers, aus den Schriften Calvins, Zwingli und so weiter, dass, um die Rechtfertigung zu bekommen, kein sakramentaler Akt nötig ist. Kein Sakrament gebraucht wird also. Das heißt, bevor wir über die einzelnen Sakramente reden, stellen wir allgemein fest, dass auch wenn der Protestant vielleicht noch eine Eheschließung und Taufe hat, die auch nicht braucht, in seiner Meinung. Ist nicht nötig als Sakrament. Ja? Und er bekommt ja auch die Gnaden des Sakramentes nicht, weil er ja habituell in Todsünde ist. Objektiv. Subjektiv schwer zu vorzustellen, wie er das nicht sein sollte, ohne Beichte. Niemand hält das Gnadenleben ohne Beichte durch, glaubt mir. Niemand. Ja? Hier sagt eben Luther, dass der gottlose Mensch allein im Glauben, der sich allein Gottes freiem Wort und keiner sakral vermittelten sakramentalen Gnadenordnung verdankt, gerechtfertigt wird. Ganz eindeutig. Ja? Alleine das. Ich glaube und bin gerechtfertigt. Ich kann noch so wüst darauf lossündigen, solange ich glaube, alles in Ordnung. Und ebenso nicht bei der Heiligen Schrift, wenn ich wissen will, was eigentlich der Wille Gottes ist. Da brauche ich keinen Papst, da brauche ich keine Kirchenlehrer, da brauche ich keine Konzilien. Die meisten Protestanten erkennen, wenn überhaupt, nur die ersten drei Konzilien an. Ja? Das gibt es sogar bei den Orthodoxen wohlgemerkt, mit die jetzt unsere Schwesterkirche sind, ne? Die russisch-orthodoxen, die drei Konzilien anerkennen, oder es umgekehrt, die russisch-orthodoxen sieben Konzilien, wir haben aber 20, ja? Die russisch-orthodoxen sieben Konzilien oder die koptischen orthodoxen drei oder so, ist ja egal. Die lehnen also zum Beispiel allesamt das Konzil von Trient ab. Allesamt. Ja? Und nun ist es so, wenn ich natürlich jetzt die Heilige Schrift als einzige Quelle habe, dann kann ich ja mit meinem Glauben machen, was ich will. Denn Christus hat ja gewusst, warum er das Papsttum gestiftet hat und warum er den Aposteln mündlich sehr viel erzählt hat, das eben nicht niedergeschrieben worden ist. Weil Christus hat natürlich gewusst, dass die Heilige Schrift eben nicht ausreicht. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, jemand beleidigt mich, jemand gibt mir eine Ohrfeige und ich knall sofort zurück. Und zwar mit Absicht, nicht aus Reaktion, sondern mit Absicht und nicht aus Verteidigung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht im Alten Testament. Kann also sagen, Wort Gottes. Wenn mir dann jemand sagt, Moment, Christus hat gesagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Also ja, wo steht das? Was soll das? Das kann ich nicht so sehen. Das ist ein Widerspruch. Das ist sicher nicht authentisch. Das hat sicher irgendein böser Papst im 3. Jahrhundert eingefügt.
So wird es in Tübingen auf der katholischen Fakultät gelehrt, für andere Dinge. Ja? Der Protestant kann, dadurch, dass die Heilige Schrift seine einzige Quelle ist und die falsch übersetzt ist durch Luther, aus dieser Heiligen Schrift alles, was er will, herausleiten. Wir werden das dann sehen bei den 10 Geboten und vorher bei den Sakramenten. Ich möchte, bevor ich jetzt auf die Sakramente im Einzelnen eingehe, euch ein Beispiel geben, vorhinein, bevor ihr wisst, wovon das überhaupt, was das damit überhaupt zu tun hat, wie der sogenannte katholische Kardinal Ratzinger, über den Glauben schreibt, in seiner Einführung über das Christentum. Ich verspreche euch, dass das, was ich euch jetzt vorlese, kein Anwesender verstehen wird. Ich habe es auch nicht verstanden. Der Pater Schmidberger sagt dann in 3 Zeilen, was es bedeutet. Ich lese es daher nur Geduld. Ich lese es daher nur vor und ihr werdet euch im Kopf kratzen und sagen, was soll denn das jetzt heißen? Ich zitiere Ratzinger, Einführung in das Christentum. Der Glaubende wie der Ungläubige haben, jeder auf seine Weise, am Zweifel und am Glauben Anteil. Wenn sie sich nicht vor sich selber verbergen und vor der Wahrheit ihres Seins. Keiner kann dem Zweifel ganz, keiner dem Glauben ganz entrinnen. Für den einen wird der Glaube gegen den Zweifel, für den anderen durch den Zweifel und in der Form des Zweifels anwesend. Es ist die Grundgestalt menschlichen Geschicks, nur in dieser unbeendbaren Rivalität von Zweifel und Glaube, von Anfechtung und Gewissheit, die Endgültigkeit seines Daseins finden zu dürfen. Vielleicht könnte so gerade der Zweifel, der den einen wie den anderen vor der Verschließung im bloß eigenen bewahrt, zum Ort der Kommunikation werden. Er hindert beide daran, sich völlig in sich selbst zu runden. Er bricht den Glaubenden auf den Zweifelnden und den Zweifelnden auf den Glaubenden hin auf. Für den einen ist er seine Teilnahme am Geschick des Ungläubigen, für den anderen die Form, wie der Glaube trotzdem eine Herausforderung an ihn bleibt. Einführung in das Christentum, Seite 19, dritte Auflage, Oktober 1997, DTV, Seite 19. Das Buch habe ich zu Hause, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Pater Schmidberger sagt ganz richtig, wenn der Glaube nicht mehr höchste Gewissheit ist, wenn also der Glaube aus dem Zweifel kommt, ja, wenn der Glaube nicht mehr höchste Gewissheit ist, dann stürzt das gesamte Gebäude der Kirche und des christlichen Lebens wie ein Kartenhaus. Der alte populäre Spruch, Glauben heißt nichts wissen, ist absolut idiotisch und protestantisches Denken. Im Glauben einzig haben wir das, was der Theologe nennt, metaphysische Gewissheit, übernatürliche Gewissheit. Ich habe zwar eine vollkommene Gewissheit, dass die Erde tatsächlich rund ist, zwar keine Kugel, aber rund. Ich habe die vollkommene Gewissheit, dass sie hauptsächlich blau ist und dort, wo Wolken sind, weiß ist. Ich habe auch eine vollkommene Gewissheit, im Gegensatz zu manchen Spinnern, dass Neil Armstrong tatsächlich am Mond war. Aber metaphysische Sicherheit kann ich für sowas nicht haben. Metaphysische Sicherheit. Sicherheit im Übernatürlichen. In der Seele übernatürliche Sicherheit kann ich schon deswegen nicht dafür haben, weil ein sehr intelligenter Mathematikprofessor in Wien hat nachgerechnet, dass es, und niemand konnte ihm widerlegen, auch seine Assistenten und Hilfsprofessoren nicht, dass die Erde nicht rund ist, nach außen, sondern nach innen. Das ist ja Blödsinn, ja. Aber er hat das mathematisch berechnet, ja. Und mathematisch wohlgemerkt berechnet, und es konnte ihm keiner seiner Assistenten mathematisch widerlegen. Man kann das also nur mit Hausverstand widerlegen, indem man sagt, bitte schön, schau dir die Fotos an, von Apollo 8, ja, wo man die Erde sieht, nicht? Also, ich kann es mit Hausverstand verlegen. Ich kann es mit Hausverstand widerlegen, wie Christoph Kolumbus das getan hat, indem er den Schiffen zugeschaut hat, die über den Horizont verschwunden sind. Ja? Aber es ist also mathematisch möglich. Das ist ein Beweis dafür, mathematisch möglich, das zu widerlegen. Ja? Das ist ein Beweis dafür, dass die Mathematik zum Beispiel nicht unfehlbar ist, wie mancher glauben mag. Ja? Die Mathematik kann uns, obwohl sie die präziseste der Wissenschaften ist wahrscheinlich, keine metaphysische Sicherheit, keine übernatürliche Sicherheit vermitteln. Der Glaube also schon. Glaube heißt daher nicht nichts wissen, sondern Glaube heißt daher mehr als Wissen. Ich habe also eine seelische Gewissheit in etwas, was mit der Mathematik nicht erfassbar ist und daher auch nicht mit den Naturwissenschaften und auch nicht alleine mit der Logik. Die heilige Dreifaltigkeit ist logisch nicht denkbar.
die Existenz Gottes, die Einfachheit Gottes, die Vollkommenheit Gottes, kann man logisch denken. Brauche ich keine Schrift dazu, keine Heilige. Aber für die heilige Dreifaltigkeit brauche ich die Heilige Schrift. Absolut. Ich kann nicht logisch zum Schluss kommen, dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist sind. Wenn ich einmal weiß, dass es Vater, Sohn und Heiligen Geist gibt, dann kann ich es wunderschön erklären. Also ich kann das jedenfalls, Gott sei es gedankt. Ich habe das getan bei Predigt. Ne? Aber vorher nicht, nachher ja. A posteriori schon, a priori nicht. Glaube heißt daher mehr als Wissen. Und nach diesem grässlichen Beispiel für Ratzingerologie, das heißt für eine perverse Theologie, die nicht einmal in gutes und verständliches Deutsch fassbar mehr ist, gehen wir auf die Sakramente. Der Protestant braucht die Taufe nicht. Weil er ist ja durch den Glauben gerechtfertigt. Die Taufe, wenngleich sie durch Umstände dann einmal gültig sein kann, ist für den Protestanten daher nur Aufnahme in eine Gemeinschaft. Ja? Er wird zum Beispiel nach Augsburger Bekenntnis oder nach helvetischem Bekenntnis oder nach was weiß ich was, anglikanisch, getauft und ist dann in dieser Gemeinschaft als Vollmitglied. Annähernd so ist es auch im neuen Kirchenrechtsbuch formuliert, aber das ist ein anderes Thema. Im ökumenischen Dialog ist es so, dass man, wie ihr gesehen habt, jetzt bald schriftlich sogar, die Rechtfertigungslehre der katholischen Kirche in Frage stellt, von katholischer Seite, in Schwebe hält, damit die Protestanten sich nicht mehr darüber ärgern, was wir über die Rechtfertigung sagen. Und tatsächlich, wenn wir den neuen Ritus anschauen, der Taufe, es da mehrere Varianten gibt, das ist klar. Irgendwer hat einmal gesagt, die neue Liturgie ist die Liturgie des Out, Well und, was ist das? Ad Libitum, danke. Ja? Oder freigestellt. Ja? In der neuen Liturgie gibt es keine richtigen Vorschriften, sondern da steht, das betet der Priester jetzt, oder das. Oder Ad Libitum. Zum Beispiel kann ein Priester bei der Heiligen Messe unter gewissen Umständen sein Gebet, die Oratio, wo ich das erste Mal Dominus Vobiscum et Spiritu Tuo Remus sage, vergleichsweise, selber formulieren. Ja, ihr könnt euch lebhaft vorstellen, was dabei herauskommt. So gibt es auch im Taufritus im Neuen mehrere Varianten. Überhaupt nur noch eine Variante enthält den Exorzismus ad libitum, freigestellt. Die anderen Varianten sprechen zum Teil überhaupt nicht mehr von der Erbsünde, die sprechen von der Aufnahme in diese neue, in eben das Volk Gottes und die ganzen Bezeichnungen für die Kirche, die ich mir einfach nicht merke, weil das ist so grässlich alles. Also es spricht von der Aufnahme halt in die Gemeinschaft. Das ist eine protestantisierte Taufe, die in vielen Fällen bereits heutzutage ungültig ist. Das ist nämlich das Paradoxe, das müsst ihr verstehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Nach dem Dokument Apostolische Kure von Leo XIII. Über die Ungültigkeit der anglikanischen Weihe ist es vollkommen klar in der Kirche und jetzt unfehlbar gesichert als Lehre, dass die Intention, das zu tun, was die Kirche tut, Voraussetzung ist für jedes Sakrament. Ich erkläre. Ich muss als Sakramentenspender, und was die Taufe angeht, sind wir alle hier Spender, nicht normale, aber in der Not, die Intention haben, das heißt die Absicht haben, das zu tun, was die Kirche tut. Jetzt müssen wir aufpassen. Leo der 13. erklärt, was das heißt. Es genügt nicht, die Absicht zu haben, das zu tun, was die Kirche immer schon getan hat. Das zu beabsichtigen, was die Kirche gerne hätte, tun möchte. Sondern die Absicht haben, das zu tun, was die Kirche tut. Was ist etwas, was die Kirche tut? Nun, das, was die Kirche tut, ist etwas, was die Kirche immer getan hat, immer festgehalten hat daran, immer gesagt hat, so muss das sein. Es ist das, was überbleibt, nachdem die Kirche gesagt hat, so nicht und so auch nicht. Und es ist das, was die Kirche nicht einfach irgendwann angefangen hat zu tun, sondern seit eh und je tut. Auch heute tut. Zum Beispiel in dieser Kapelle hier, wo das getan wird, was die Kirche tut, ausnahmslos. Ja? Beim Sakrament meine ich, nicht meinen Spritzen hier. Ja? Beim Sakrament. Normal trinkt man in einer Kapelle keinen Spritzen, aber dann trockne ich irgendwann aus und kann nicht weiterreden. Ja? Also wir reden von dem, was die Kirche sakramental immer tut. Ja?
Übrigens, nebenbei bemerkt, wir kommen das Nicht-Thema des heutigen Abends. Wieso kann ich hier den Becher Wein nicht konsekrieren, im Gegensatz zu dem, was so mancher Mitbruder von mir behauptet? Ganz einfach, weil die Kirche das nicht tut. Die Kirche hat immer verboten, dass man sogar zum Versehgang, also um eine Seele zu retten, direkt, außerhalb der Messe konsekriert. Wenn die Kirche absolut immer verboten hat und sogar dafür das Schlimmste aller Wörter nennt, nefas, im alten Latein vor 2000 Jahren, hat es das Wort Sakrileg nicht wirklich gegeben. Gotteslästerung, in dem Sinne Sakrileg, ja, also Gottes Verunehrung. Sondern da hat man gesagt nefas. Fas war göttliches Recht, nefas war göttliches Unrecht. Also gegen ein göttliches Gebot verstoßen, nicht gegen das Gebot des Centurio oder des Praetors, sondern zum Beispiel gegen das Gebot des Kaisers, der ja Gott war. Nicht? Nefas. Den Kaiser beleidigen war nicht irgendein Verbrechen, Krimen ganz einfach, ja, sondern es war Nefas. Es war Gotteslästerung. Blasphemia, Gotteslästerung. Gegen göttliches Recht verstoßen. Der Kaiser hat das Recht, verehrt zu werden und nicht beleidigt zu werden. Ja. Das Wort Nefas behauptet, nimmt die Kirche aber jetzt in der ganzen Kirchengeschichte für den Versuch, außerhalb der Messe zu konsekrieren. Da die Kirche das also auch für den ärgsten Notfall, wo eine Seele zum Beispiel am Karfreitag, wo keine Hostie mehr da ist, dann, nach der Kommunion des Priesters, ja, und auch vorher, weil man die nicht nehmen darf, im Sterben liegt, ja, und es ist zufällig wirklich nichts mehr im Tabernakel, dann hat er Pech gehabt. Oder, wenn mir die Hostien heute bei der Messe ausgegangen sind, sind sie nicht, aber wenn sie mir heute ausgegangen sind, und ich also die Absicht habe, morgen bei der ersten Messe am Vormittag wieder ein Ziborium zu konsekrieren. Ja. Und jetzt ruft jemand an und sagt, Hochwürden, mein Mann liegt im Sterben. Ja, kann ich den Beichter abnehmen, letzte Ölung geben, aber ich kann nicht jetzt hier noch extra Messe zelebrieren und schon gar nicht, erst recht nicht, eine Hostie nehmen, das Messgewand anziehen, mich hier herstellen und sagen, hoc est enim corpus meum. Das ist immer und absolut verboten gewesen. Sogar zur Seelenrettung. Das höchste Gebot der Kirche ist die Seelenrettung. Aber es gibt eben ein Gebot, das noch höher ist. Die Ehre Gottes. Und damit die Sicherheit des Allerheiligsten. Seht ihr? Das ist wichtig zu verstehen. Darum mache ich diesen Exkurs hier vom eigentlichen Thema. Ich kann also unter keinen wie immer gearteten Umständen nach dem Vortrag heute am Wirtshaustisch ein Glas Wein konsekrieren. Ecclesia hoc non facit. Die Kirche tut das nicht. Wenn die Kirche das nicht tut, kann ich auch nicht die Intention haben, das zu tun. Also, damit ist jetzt Folgendes klar. Wieso es möglich ist, dass zum Beispiel irgendein Heide, und heutzutage leben wir in einem völlig neuheidnischen Deutschland, wo immer weniger Leute getauft sind tatsächlich, dass also ein Ungetaufter, ein Heide, ob das jetzt ein Türke ist, der hier arbeitet, oder ob das ein Deutscher vom Nachbarhaus ist, der nie getauft wurde, tatsächlich in einem Autounfall auf die Bitte des von ihm dort im Auto eingeklemmten, dessen Kind taufen kann noch rechtzeitig. Ja? Der hat sicher nicht im vollen Sinne des Wortes die Intention, das zu tun, was die Kirche tut, nicht im vollen Sinne des Wortes, dass der also auch weiß, was das ist. Der hat keine Ahnung, was die Kirche tut. Der ist von zu Hause völlig heidnisch aufgezogen worden, von protestantischen oder katholischen Eltern, ja, und der hat nie in seinem Leben was von der Kirche gehört. Das Einzige, was er weiß, ist, dass alle Pfaffen deppert sind, das hat man ihm auch schon von Kind auf erzählt, ja. Der ist also antiklerikal aufgewachsen, unter Umständen sogar antikirchlich aufgewachsen, ja. Kann aber jetzt ein netter Mensch sein dennoch. Die Heiden sind ja oft sehr liebe Menschen, weil der Teufel hat es nicht annähernd so nötig, sie zu versuchen, wie er das bei uns tun muss, nicht? Dessen Seelen er haben will. Die des Heiden hat er ja, nach allem, was wir wissen. Aufpassen mit Urteil jetzt, ja. Vorsicht, sag nur nach allem, was wir wissen, die heidnische Seele hat er ja. So, und jetzt ist es aber so, das ist ein netter Mensch. Der wird jetzt gebeten, darum ein Sakrament zu spenden. Hat keine Ahnung, was das ist. Aber der im Auto eingeklemmte Vater des kleinen Buben, der hinten sitzt und ihm verbluten ist, ne, sagt ihm, nimm meine Thermosflasche mit dem Mineralwasser, gieß das dem Buben über den Kopf und sag, ich taufe dich im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Das merkt er sich, sagt, du bist immer ein netter Mensch gewesen, wir kennen uns ja von vorher schon, mach ich. Gießt dem Buben die Mineralwasserflasche über den Kopf und sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Der hat die Intention, das zu tun, was die Kirche tut. Die Kirche tut das ja. Sicher tut die Kirche im Notfall mit Mineralwasser taufen. Na logisch. Wasser ist das ja eindeutig. Ne? Man kann es sogar mit Tee versuchen, wenn gar nichts anderes da ist. Oder mit Klostersuppe. Ne? Kein Witz. Ja? Wenn nichts anderes da ist, das darf man versuchen zur Seelenrettung. Ob das gültig ist, weiß Gott alleine dann. Ja? Aber das darf man versuchen. Ja?
Das heißt, dieser Mensch, der macht hier jetzt das, was die Kirche tut, indem er einfach, ohne zu wissen, was er hier tut, die Intention hat, ohne dass er das weiß, das zu tun, was die Kirche tut. Das heißt, er hat die Absicht, das Kind zu taufen. Klar? Nicht? Der Papa, der eingeklemmt ist im Steuer, sagt, bitte tauf mein Kind, indem du Folgendes machst. Der sagt, ich bin ja selber nicht getauft, verstehe nichts davon, mach, was ich sage. Und der sagt jetzt, gut, okay, mache ich, nimmt die Mineralwasserflasche, tauft das Kind. Das Kind ist gültig getauft, weil der hat tatsächlich die Absicht gehabt zu taufen. Der muss nicht wissen, was getauft ist. Wenn aber jetzt ein modernistischer Pfarrer extra noch vor der Taufe sagt, also, meine Lieben, heute Versammelten hier, grüß Gott, grüß Gott. Ich möchte euch gleich darauf aufmerksam machen, wir sind hier in einer modernen Kirche, wir sind hier in einer Kirche, die auf die Leute zugeht, und ich hoffe, es ist keiner von euch mehr dabei hier, der an diesen Aberglauben der Erbsünde glaubt. Er schließt also die Erbsünde aus. Dann sagt er in seiner, ich nehme absichtlich einen einfachen Fall hier, ja, es gibt natürlich Grenzfälle. Dann sagt er auch noch dazu, und natürlich reinigt die Taufe auch nicht von der Erbsünde, sondern wenn wir dem Kind heute das Wasser über den Kopf gießen, dann heißt das, dass es jetzt in eine Gemeinschaft aufgenommen wird. Nämlich in unsere Halleluja-Gemeinde von Dienstbumskirchen. Ja? Er schließt also das Wesentliche der Taufe aus. Der hat aber jetzt nicht die Absicht zu taufen. Nicht wie die Kirche. Der schließt jetzt das Wesentliche der Taufe, nämlich die Vergebung der Erbsünde, aus. Und ersetzt das durch eine Clubaufnahme. Ja? Kirche des neuen Advents, e.V. Ganz genau das. Herrschaft. Das ist eine mit Sicherheit sogar ungültige Taufe. Selbst wenn der sich noch an die Worte hält, ich taufe dich im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, und das Wasser tatsächlich noch drüber gießt. Ja, einmal, dreimal in Kreuzesform oder eben nur gießen, das genügt. Gießen genügt. Du hast die Kopfhaut berührt und gegossen wird und fließt. Materie da, Form da. Intention nicht da, Intention fehlt. Ganz wichtig, dass ihr das versteht, denn sonst versteht ihr meine folgenden Ausführungen über die anderen Sakramente nicht. Das ist also die Taufe. In unzähligen Fällen ist das, was ich hier geschildert habe, zumindest annähernd schon der Fall. Dass also der Exorzismus nicht mehr gesprochen wird, dass der Einfluss des Teufels auf das gerade geborene Kind geleugnet wird, dass die Erbsünde geleugnet wird, wo mein lieber Freund Gilbert Keith Chesterton, über den ich meine Dissertation geschrieben habe, so schön sagt, das ist das Dümmste, was man überhaupt tun kann. Denn der einzig naturwissenschaftlich nachweisbare Dogma der katholischen Kirche ist die Erbsünde. Und er sagt, wenn ein unschuldiges kleines Kind ein Riesenvergnügen dabei empfindet, eine Katze am Schwanz zu ziehen, dann bedeutet das, dass die Harmonie zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer nicht existiert. Ich verteidige jetzt nicht Katzen, die ich selber nicht ausstehen kann. Ja? Ich verteidige hier nur diese Bemerkung, dass eben selbst das unschuldige Kind schon ein Vergnügen dabei empfindet, andere zu quälen. Auch die Geschwister zum Beispiel unter sich im Vorvernunftalter. Die Erbsünde ist das einzige Dogma der katholischen Kirche, das sich vollkommen naturwissenschaftlich nachweisen lässt. Auch ist es ja bedenklich und beachtlich, dass dieselben Leute, die die Erbsünde leugnen, dann die unbefleckte Empfängnis leugnen, was bedeutet, dass sie eigentlich, was Logik angeht, sehr ein Hintertreffen sind. Die Erbsünde leugnen und die unbefleckte Empfängnis leugnen, ist ja nun wirklich ein Irrsinn. Denn wenn es keine Erbsünde gibt, sind wir alle unbefleckt empfangen. Und wenn es die Erbsünde gibt, dann gut, dann kann man immer noch die Ausnahme der Gottesmutter leugnen als Heretiker. Aber beides leugnen ist sicherlich ein Irrsinn. Nun ist es so, dass in solchen Fällen, wenn die Taufe ungültig ist, alle anderen Sakramente ja auch nicht gegeben werden können. Und hier kommen wir in ein dramatisches Problem hinein. Dramatisches Problem. Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon aus diesem Grund ungültig geweihte Priester, die herumlaufen als Priester und angeblich Beichtherren etc. Gar nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Bischof daher auch nicht Bischof ist. Ich kenne selbst einen Fall, die hier anwesenden Kleriker wissen, von wem ich rede, ich bin nicht berechtigt, euch den Namen zu nennen. Ich kenne selbst einen Fall von einem protestantischen Konvertit, der nicht beweisen konnte, dass seine protestantische Taufe gültig war,
der annehmen musste, dass der Großpapa oder wer ihn immer getauft hat oder der Pastor, der ihn getauft hat, eine ungültige Formel verwendet hat und sich trotzdem zum Priester rein hat lassen, ohne Konditionstaufe, ohne Bedingungstaufe. Bedingungstaufe heißt, der Priester sagt, wenn du nicht schon getauft bist, dann taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Versteht ihr? Und das kann man nämlich vollkommen im Heimlichen diskret machen. Ja? Und es ist daher ein Verbrechen, das nicht zu tun. Weil man damit natürlich riskiert, dass man überhaupt geweiht, also damit die Weihe riskiert. Er hat sich ja so ungeniert taufen lassen. Er hat sich die Weihe auch erkauft im Übrigen. Ja? Also Simonie. Guter Anfang. Dass die Taufe also notwendig ist, für alle Sakramente ist Dogma der katholischen Kirche. Für uns ist das von Bedeutung, weil wir dann nämlich unseren Kopf kratzen müssen und sagen, ja, wenn jetzt nun die Konzilskirche, und das tut sie ja nicht, nicht darauf achtet, ob die Taufe wirklich immer gültig ist, allein schon aus ihren Büchern heraus, dann muss ich mich doch tatsächlich den Kopf kratzen und sagen, ja, dann ist es der Konzilskirche aber sichtlich auch nicht sonderlich wichtig, ob bei der Priesterweihe ein Priester wirklich geweiht wird. Denn es ist ganz klar, da Gott sich nicht widersprechen kann, kann Gott selbst den nicht zum Priester weihen. Dann müsste er sich ja widersprechen. Er hat die Priesterweihe in die Hände der Bischöfe gelegt und des Papstes und der Kardinäle. Ne? Der liebe Gott kann die Sakramente nicht ändern. Weil der liebe Gott kann sich nicht ändern. Folglich kann er auch diese Dinge nicht ändern. Der liebe Gott ist unfehlbar und allmächtig, aber nicht widersprüchlich. Das wäre Gotteslästerung, das zu behaupten. Dann wäre er nämlich auch nicht perfekt. Dann gäbe es den allmächtigen, perfekten Gott gar nicht. Ja? Also ist es so, dass die Frage der Gültigkeit der Taufe keineswegs nur eine Frage ist auf Leben und Tod für den Betroffenen, sondern das ist jetzt auch eine Frage zum Beispiel für all die Schwächlinge unter uns, von mir angefangen, die vielleicht nicht bei jeder Beichte wirklich in der Contritio zum Beichtvater sich knien. Das heißt in der vollkommenen Reihe. Wenn ich jetzt in der Angst vor der Hölle mich einfach nur, ich habe halt einen schlechten Moment, ne? Ich sage, heute kann ich wieder einen guten Priester bei einem guten Priester beichten, möchte ich ausnützen, aber irgendwie, ich habe da irgendwas gemacht, was mich nicht wirklich so reut, ich möchte aber beichten, weil ich Angst habe vor der Hölle. Das heißt, jetzt nicht Beichte aus Gottes Liebe, daher nicht Akt der vollkommenen Reue, sondern Akt der unvollkommenen Reue, Attritio. Und da ist die nicht gültige Absolution kein Ersatz. Ja, das heißt umgekehrt, Entschuldigung. Da ist die Attritio ist für die ungültige oder nicht mehr rechtzeitig erwischte Beichte keine Entschuldigung und Ersatz. Nur derjenige, der im Akt der vollkommenen Reue auf dem Weg zum Beichtvater stirbt, ist der Hölle entkommen, auch wenn er ein Todsünder war. Das ist Lehre der Kirche. Und hier ist es jetzt von riesiger und enormer und unglaublicher Bedeutung, ob mein Beichtvater tatsächlich Priester ist oder nicht. Weil eben nicht nur in so einem Fall die Attritio unter Umständen mein Untergang ist, weil sie keine Contritio war, sondern, und das habe ich bei unzähligen Predigten immer wieder gesagt, das ganz Wichtigste an der Beichte überhaupt nicht vermittelt wird, nämlich die sakramentale Gnade, die nötig ist, um die Sünde nicht wieder zu begehen. Die sakramentale Gnade ist das Wichtigste an jedem Sakrament. Alles andere ist sekundär. Ein Priester kann nicht Priester bleiben, ohne die sakramentale Gnade, die er bei der Priesterweihe empfängt. Die Standesgnaden, wie man sie nennt. Die Gnaden, die ihn in den Priesterstand heben, in den kirchlich gesehen Offiziersstand heben. Nicht? Dass ohne diese Gnaden kann ein Priester nicht überleben, glaubt mir. Das weiß ich aus Erfahrung. Das geht einfach nicht. Ihr seht also, wie wichtig die Taufe ist und wie protestantisch und jenseits vom Protestantismus schon die Kirche geworden ist in ihren skandalösen Formularen, die man heutzutage in deutscher Bischofskonferenz approbierten Tauftexten findet. Das nächste Sakrament wäre dann schon die angeklungene Beichte. Erstes Problem habe ich genannt, ist der Priester überhaupt noch Priester? Zweites Problem, der hat jetzt seine theologische Ausbildung bekommen auf einem modernen Seminar. Der hat also eine moderne Moraltheologie. Der hat also eine Theologie, die dem einen oder anderen von euch zum Beispiel im Beichtstuhl dann sagen würde, aber geh, ist eh kein Sünd. Womit natürlich die Beichte selbst in Frage gestellt werden muss. Ich bitte um ausdrückliche Entschuldigung für das, was ich jetzt erzähle, aber ihr müsst die Tiefe dieser Krise erfassen, auch wenn ich etwas erzähle, wo ich alle Damen anwesend hier bitte, mir zu verzeihen.
Ich sage kein ordinäres Wort, ich erzähle nur etwas Fürchterliches. In einem der beiden, ist eh besser, wenn ich nicht spezifisch bin, sonst verklagen die mich, im Albertinum oder im Leominum, Seminare von Köln. Ja? Das eine ist das, der erste Teil, der andere zweite Teil, eins von beiden gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. War es tatsächlich so, dass man bei der Meditation am Abend, bei der moralischen, noch schlimmer, bei der Heiligen Messe, ich habe Zeugen, bei der Heiligen Messe folgende Fürbitte, ich schäme mich, folgende Fürbitte zu hören bekommen hat, unter lauter Knaben im Seminar. Wir bitten dich, oh Gott, dass wenn uns heute Nacht etwas Geschlechtliches passiert, du dies siehst als eine Erleichterung und nicht als eine Sünde, die es ja nicht sein kann, weil es in unserer menschlichen Natur ist. Wir bitten dich, Herr Gott. Ich meine, damit muss man einmal geistig fertig werden, dass es so etwas gibt in einem Seminar, aus dem dann Priester geweiht werden. Und diese Priester, diese schon von der Erziehung her Ferkel, werden losgelassen im Beichtstuhl auf die Frage. Logisch, dass der dann bei der wahrhaftig nicht schlimmsten aller Sünden, aber bei der gefährlichsten aller Sünden, weil sie eine Droge wird, dem Beichtkind sagt, ach, was wächst dir auf, eh keine Sünde. Mensch, das ist doch keine Sünde. Nicht? Im Übrigen mit theologischem Hinweis immer darauf, dass man immer nur vom sechsten Gebot spricht und von der nächsten Liebe gar nicht. Ja. Das ist zwar ein an sich richtiges Argument, aber keine Entschuldigung dafür, dass man eine Todsünde leugnet. Sicher, ja, es hat früher einmal, wie die Kirche noch angeblich so in Ordnung war, viel zu viele Priester gegeben. Viel zu viele Priester. Bei denen alles, was irgendwie mit dem sechsten Gebot zu tun hat, automatisch doch war, Todsünde war. Hingegen die Sünde gegen die Nächstenliebe, die einen anderen Menschen tödlich verwunden kann, naja, also beherrscht dich halt. Das ist natürlich eine Balance, ein Mangel an Balance gewesen, ein Mangel an guter Moraltheologie, der aber diesen jetzt vorhandenen, noch viel katastrophaleren Mangel an Theologie nicht entschuldigt und schon gar nicht gut machen kann. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung für dieses grässliche Beispiel, aber es macht euch eindeutig klar, mehr als jedes andere Beispiel, glaube ich, was für Priester dann auf die Menschheit losgelassen werden. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, das fast schon amüsant ist im Vergleich zu dem, was ich erzählt habe. Ja. Zwei Seminaristen auf dem Weg zur Priesterweihe, mit einem Raufett umgehängt, das sie dann nie wieder tragen werden, auf dem Weg zur Priesterweihe. Der eine sagt zum anderen, so, bringen wir das Theater hinter uns, ich freue mich schon aufs Mittagessen. Priester auf dem Weg zur Weihe. Und solche moralischen Untermenschen, ich möchte nicht das Hitlerwort für eine Rasse gebrauchen, sondern solche moralischen Untermenschen werden dann auf die Christen losgelassen. Das ist purer Luther. So hat Luther gedacht über die Sünde gegen das sechste Gebot, die er jede Nacht begangen hat. Gezeigt, er sagt selber. Ohne das kann er nicht leben. So hat Luther über diese Sache gedacht. Ich entschuldige mich, das ist ein Thema, das ich hasse wie die Pest. Das gehört auch nicht unter Gentlemen, unter Ladies und Gentlemen. Ja. Aber es ist hier im Zusammenhang absolut nötig, dass ihr die volle Tiefe dieses heute wirklich praktizierten Konzils-Satanismus begreift. Denn das ist Satanismus. Satanismus hat mehrere Abstufungen. Satanismus muss nicht sein, dass man wie Karl Marx unbedingt mit schwarzen Kerzen zu Satan betet und in seiner Ehre Theaterstücke und Gedichte schreibt. Satanismus ist auch, wenn man eine in jedem Fall Todsünde anfängt zu verehren und als richtig zu bezeichnen in der Lehre. Der erste Schritt zum Satanismus, abgesehen davon, dass man sich selbst erhebt, ist, dass der Priester auf der Kanzel sagt, das ist keine Sünde. Da weiß man auch, dass der das dann natürlich selber auch tut. Ne? Blöd wird er sein, sozusagen. Ne? Wenn er schon sich selber die Freiheit, uns allen die Freiheit gibt, wird er sie sich selber vielleicht nicht nehmen. Ne? Man weiß natürlich sofort, woran man ist bei solchen Priestern. Und so etwas wird auf die Beichtkinder losgelassen. Da könnt ihr eindeutig sehen, dass in der Konzilskirche zu einem zumindest großen Teil, ich wage es nicht hier einen statistischen Prozentsatz anzugeben, die Frage, ob jetzt die Konzilskirche das Sakrament der Beichte überhaupt noch hochhält oder nicht, uninteressant geworden ist. Uninteressant. Ich weiß von Beichtkindern, die mir gewisse Sünden gebeichtet haben, dass ich der siebente oder achte war, zu dem sie gekommen sind, auf der Suche nach einem, der diese Sünde vergibt und nicht wegerklärt. Ja?
Den einen oder anderen, den hat man dann wenigstens in der Tradition, Gott sei Dank. Ja? Der erinnert sich daran dann, wer der Erste war, der gesagt hat, Gottes Willen, natürlich ist das eine Sünde. Und da musst du das machen, das tun, Buße und so weiter. Es ist vorgekommen. Doch würden Sie sind der Siebente, den ich diesbezüglich aufsuche. Die Beichte ist also insofern in der Konzilskirche rein protestantisch geworden, insofern, als sie zwar noch vorhanden ist, wie das bei den Evangelischen im 16. Jahrhundert zwangsläufig noch der Fall war, bei den Protestanten nämlich die Luther gefolgt sind, aber vorher katholische Priester waren, nicht? Sie ist aber insofern in der Konzilskirche nicht mehr vorhanden, möge der Papst auch persönlich noch zur Beichte auffordern, als eine Beichte, in der von vornherein, vom Priester her nämlich, so und so viele Todsünden ausgeschlossen werden, ja gar keine Beichte mehr ist. Denn es ist keineswegs ein Automatismus, dass ich in den Beichtstuhl mich knie, eine Todsünde bekenne, der sagt, ist keine, und ich sage in meinen Augen schon, der sagt mal uninteressant, ist keine, und dann Absolution gibt es Sache Absicht. Abgesehen, dass selbst wenn das noch gültig wäre, von der Gefahr, die sich dadurch ergibt, abgesehen, ist es so, dass dann eigentlich das Sakrament der Beichte tot ist, denn ganz im Gegensatz zur Bruderschaft St. Pius X., von der sogar die Petrusbrüder gemeinerweise behaupten, wir hätten alle die Jurisdiktion nicht, ist es tatsächlich so, dass ich ja bei einem Konzilspriester gar nicht mehr in den Beichtstuhl reingehen kann. Denn die Kirche hat verboten, zweifelhafte Sakramente in Anspruch zu nehmen. Denzinger Schönmetzer 2101, wo Papst Benedikt Innozenz XI, den Laxismus, wie man das genannt hat, aber es ist Denzinger 2101, das weiß ich, verboten hat. Also gesagt, die Idee, dass man aus seelsorglichen Gründen in ein zweifelhaftes Sakrament in Anspruch nimmt, ist zu verurteilen. Die Laxisten haben das nämlich behauptet von der Beichte, von der Kommunion und Ähnlichem, nicht von der Priesterweihe und der Taufe, interessanterweise. Die haben sogar das noch hochgehalten. Ne? Aber von den anderen Sakramenten haben sie das behauptet. Ich kann also hier getrost sagen, so wie nach der Reformation, als Luther dann im hohen Alter vor seinem kläglichen Tod stand, so wie eben in den Teilen, die der Reformation gefolgt sind, die Beichte praktisch ausgemerzt war, so ist in der Konzilskirche, selbst bei denen, die noch beichten gehen, und selbst dort, wo also ein Priester noch korrekt reagiert im Beichtstuhl, und das gibt es selbstverständlich, und mehr als man glaubt auch, ja, man davon reden kann, dass die Beichte zumindest im Aussterben ist. Erstens einmal ist es in der Konzilskirche sowieso üblich, jedes Mal zur Kommunion zu gehen. Jeder geht zur Kommunion. Und wehe, ich werde gesehen, dass ich nicht zur Kommunion gehe. Was ist denn los mit dir heute? Ja? Und dazu noch, dass zweifelhafte Sakrament ja gar nicht in Anspruch genommen werden darf. Selbst wenn ich muss also wissen, dass der Priester, der da drinnen sitzt, richtig reagiert. Und eine gesunde Moraltheologie trotz allem noch hat. Ich kann nicht mich in den Beichtstuhl knien, irgendwo im Dom von Köln, wo ich nicht keine Ahnung habe, wer da drin sitzt. Das Sakrament zweifelhaft ist. Hingegen ist es bei der Bruderschaft St. Pius X. absolut nicht zweifelhaft. Weil hier nehme ich das katholische Sakrament in Anspruch. Und schon deswegen hat der Priester die Fakultät. Der Priester in einem modernistischen Beichtstuhl aber erhält die Fakultät, selbst wenn er sie vom Bischof nicht hat, nur dann, wenn ich ihn als katholischen Priester in Anspruch nehme. Da ich aber, wenn man weiß, was heute los ist, von vornherein davon ausgehen muss, dass eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der gar keine Absicht mehr hat, die Sünden nicht im Beichte zu absolvieren. Dass der nämlich sagt, das sind keine Sünden, dann leugnet er die Materie des Sakramentes, die Sünden. Er leugnet etwas Wesentliches am Sakrament. Dann ist dort die Beichte im Gegensatz zur Bruderschaft St. Pius X. eindeutig zweifelhaft. Nicht eindeutig ungültig, sondern eindeutig zweifelhaft. Wir haben es so weit, haben wir es also gebracht, dass in der Konzilskirche eine ähnliche Situation vorherrscht, wie sagen wir, was weiß ich, 1550 in Magdeburg. Beim Sakrament der Firmung möchte ich noch zusammen mit dem Sakrament der
wie es heute genannt wird, Krankensalbung, letzten Ölung, zwei Dinge einwenden. Lustigerweise, ausgerechnet in Deutschland, wo man ja nicht sonderlich traditionsbewusst ist, verwenden die Bischöfe noch Olivenöl. Aber Paul VI. Hat in einer Amtsanmaßung, die ihm absolut nicht zusteht, weil kein Papst die Materie des Sakramentes verändern kann und darf, es möglich gemacht, dass man Livius-Radöl für die Firmung nimmt und daher auch für die letzte Ölung und ähnliche Sakramente, wo Öl vorausgesetzt ist. Nun ist es so, dass bei der Firmung die Materie aber tatsächlich das Öl ist. Das vom Bischof geweihte Chrysam. Der Bischof kann aus Livius-Radöl, ich möchte die Firma Livio hier nicht beleidigen, aber aus Livius-Radöl und ähnlichen Substanzen kein Firmöl machen. Denn es ist kirchliche Tradition, die Kirche tut das daher. Erinnert ihr euch? Die Kirche tut das, ja? Die Kirche firmt mit Olivenöl, das der Bischof zum Chrysam geweiht hat. Abgesehen davon, dass heute jeder Pfarrer firmt, aber der Bischof hat keine Zeit, der muss seine nächste Fernsehansprache vorbereiten, ist es so, dass dort, wo also kein Olivenöl verwendet wird, man tatsächlich sagen muss, dieses Sakrament kann gar nicht mehr gültig sein. Gott sei Dank ist das Sakrament der Firmung nicht in sich heilsnotwendig, sondern nur der Vorschrift heilsnotwendig. Als Vorschrift, im Rahmen der Möglichkeit, eine Vorschrift zu erfüllen. Weil da verliert dann der Arme, dem tatsächlich das als letzte Ölung gegeben wird, einen durch das nicht vorhandene Sakrament auch nicht vorhandenen Ablass, vollkommen nämlich. Die letzte Ölung ist durchaus in der Lage, einen Menschen physisch zu kurieren von irgendeiner Krankheit. Selbstverständlich. Wir können doch Gott keine Grenzen setzen. Aber die letzte Ölung hat doch hauptsächlich den Zweck, wie die Form des Sakramentes ja auch sagt, bei istam sanctam in unctionem indulgiat tibi dominus quidquid deliquisti, durch diese heilige Ölung lasse dir der liebe Gott das, was du getan hast, nach. Also Nachlass. Was ist Nachlass? Nachlass ist Ablass. Also nicht wie in der Beichte nur die Verzeihung der Sünde, sondern damit gleich der vollkommene Ablass. Es klingt lustig, aber ist nicht so gemeint. Wenn ich also jetzt zum Beispiel jemanden, der wirkliche Reue für die Sünden hat, die Beichte abnehme, die Kommunion gebe, ihm dann die letzte Ölung gebe und ich sehe, der ist also ganz selig und glücklich, dass er sein sündlos ist, und dann ziehe ich meinen Revolver und erschieße ihn, dann habe ich eine Todsünde begangen, aber der ist im Himmel. Der ist im Himmel. Der hat kein Fegefeuer. Vollkommener Ablass heißt das. Und der wird natürlich in Frage gestellt, wann man das mit Livius Radöl macht. Das heißt, Entschuldigung, nicht in Frage gestellt. Der ist nicht da, aus. Auch hier, purer Lutheranismus, ob das Sakrament tatsächlich stattfindet oder nicht, wen kümmert's? Heißt, ist er sowieso nur Krankensalbung. Ja? Psychologische Aufmunterung im Spital. Der Arme ist so unglücklich, dass er im Spital liegt. Paul VI. Ist ins Spital gegangen und hat dort alle geölt. Alle. Die Kirche tut das aber nicht. Die Kirche tut das nur, wenn Gefahr besteht. Das kann man weit interpretieren, die Gefahr schon. Aber nicht so weit, dass man ein ganzes Spital abfertigt. Damit kommen wir zum nächsten, die Ehe. Hier sieht es auch grausam aus. Während man in tatsächlich nachweisbarer, und es wird bald diesbezüglich in der Bruderschaft eine exquisit gut geschriebene und unwiderlegbare Broschüre zu dem Thema erscheinen, während man der Bruderschaft St. Pius X. in verleumderischer Weise auch von der Petrusbruderschaft her sagt, dass die bei uns geschlossenen Ehen ungültig sind, ist es tatsächlich so, dass wenn die Ehe irgendwo heutzutage ungültig ist, dann in der Kirche des neuen Advents. Und zwar aus folgenden möglichen Gründen. Erstens, ungenügende protestantische Ehevorbereitung. Die wissen gar nicht, was sie tun. Zwei Eheleute, die nicht wissen, was sie tun, haben auch eine ungültige Ehe, das hat immer anerkannt worden, wenn es nachweisbar war. Zweitens, tatsächlich approbierte Form der Eheschließung, also der Konsens, in dem die sagen, bis unsere Liebe erkaltet. Ich nehme dich hier zum Mann, in der Frau, ja, bis unsere Liebe erkaltet. Ungültig, absolut ungültig. Kein Konsens auf eine nicht auflösbare Ehe. Der Konsens, der Ehekonsens, muss auf eine nicht auflösbare Ehe gehen. Da gibt es tatsächlich zulässige Formulare. Dann, von vornherein sehr schlau, lutherisch schlau, in Aussicht gestellte, leichte, sogenannte Trennung der Ehe, also Auflösung, Annullierung. Das Wort Annullierung ist ein unglückliches Wort, auch wenn es zugegebenermaßen immer verwendet wird, denn in Wirklichkeit sollte das heißen Feststellung der Nichtigkeit der Ehe.
wenn eine Ehe tatsächlich annulliert wird, wie man das nennt, dann wird sie ja nicht null gemacht, das wäre ja Scheidung, sondern dann wird festgestellt, da war gar keine Ehe, da war nie eine. Also eine Nichtigkeitsfeststellung, die Feststellung der Tatsache, die waren ja nie verheiratet. Und das ist heutzutage mit, in Kanada kostet $300 beim Psychiater. Ja, wirklich. Und das ist natürlich, das läuft de facto, wenngleich der Papst immer das schöne Reden hält, aber nichts tut, läuft darauf hinaus, dass wir die lutherische Ehe haben, Ehescheidung. Denn ungefähr 3 Monate, nachdem jemand die Annullierung bekommen hat für Eheunfähigkeit, steht er wieder vor einem anderen Priester und heiratet. Unzählt, das ist in den USA gang und gäbe. Das ist in Europa immer mehr gang und gäbe. Ehe ist auch nicht mehr da. Dann kommen wir natürlich da zur Priesterei, von der ich bereits gesagt habe. Also ich muss in diesem Zusammenhang, da wird ja viel, ich möchte den Rotkranz nicht schon wieder zitieren, aber viel behauptet. Es ist natürlich so, dass die Priesterei auf Latein im neuen Ritus schon deswegen eindeutig gültig ist, weil sich die Form der Priesterei, also das Gebet, mit dem die Weihe vollzogen wird, nicht geändert hat praktisch. Nur theoretisch. Das hat früher geheißen, per omnia secula seculorum Amen, Dominus Cubiscum et cum Spiritu Tuo, sus und corda venus ad Dominum, gratis agamus Domino Dio Nostro, dinum et justum et. Ihr kennt diese Sprüche aus der Messe. Das ist eine Präfation also. Heute heißt es schlicht und einfach Oremus. Aber dann ist die Form fast ganz identisch, nichts Wesentliches geändert. Nur was erschütternd ist, natürlich, und dem protestantischen Geist entspricht, ist der Ausspruch Christi aus dem letzten Kapitel Matthäus, wem er die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen, nicht mehr in der Priesterei. Nur ist es ja Gott sei Dank so, dass der Priester mit seiner Weihe selbst schon die Möglichkeit zum Sündenvergeben erhält und nicht erst durch eine zweite Handauflegung des Bischofs. Das hat auch früher nie ein Papst behauptet und nie irgendwer behauptet. Also die Handauflegung ist da und die Form ist so lange da, solange diese lateinische Urform korrekt übersetzt wurde. Das ist klar. Nun kommen aber folgende Zweifel. Erstens, ist der Bischof noch Bischof? Wie ist der getauft worden? Zweitens, mit welchem Text ist dieser Bischof getauft, dieser Bischof zum Priester geweiht worden? Mit welchem Text ist dieser Priester zum Bischof geweiht worden? 1974 hat man in Holland eine durch Kardinal Alfrink vollzogene Bischofsweihe heimlich wiederholen müssen, Subkonditionen, wie man das nennt, weil der Kardinal Alfrink, Kardinal von Utrecht damals, in seinem Text der Bischofsweihe jegliche wie immer gearteten Hinweis an den Gehorsam dem Papst gegenüber gestrichen hat. Man hat das Heilige Offizium, Verzeihung, die Glaubenskongregation, wie das jetzt heißt, gesagt, das müsst ihr wiederholen. Das tut die Kirche nicht. Die Kirche weiht nicht Bischöfe ohne Gehorsam. Tut sie nicht. Musste wiederholt werden. Ja, also muss ich mich fragen, wie oft ist das wo überhaupt noch passiert? Ich muss mich also fragen, ist der Bischof, der diesen Priester weiht, überhaupt noch Bischof? Dann, ist dieser Priesteramtskandidat, dieser Diakon, der jetzt da antritt, ob der wirklich Diakon ist oder nicht, uninteressant. Ich werde beim jüngsten Gericht erfahren, ob meine Diakonatsweihe gültig war. Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht. Mit der Priesterweihe, da weiß ich, die war gültig. Das ist so eindeutig, wie es überhaupt nur beweisbar ist, mit Zeugen und allem. Ja. Und das ist, man kann auch einen Laien sofort zum Priester weihen. Es ist nicht zur Gültigkeit nötig, dass er vorher Diakon war, nur zur Erlaubtheit. Nun ist es aber so, ist er jetzt noch getauft überhaupt, der arme oder gar nicht arme, der da zur Priesterweihe antritt? Nächster Zweifel, mit welchem Text wird er da jetzt geweiht? Ich kriege das ja nicht richtig mit, es sind zwar überall Mikrofone und Lautsprecher, aber ich kann ja den Text nicht auswendig, also der Durchschnittsgläubige, dem würde das überhaupt nicht auffallen, was da los ist. Damit zur Priesterei, über die Ausbildung dieser Priester, die dann auf die Menschheit losgelassen werden, habe ich euch, glaube ich, eines der erschütterndsten, entschuldige mich noch einmal dafür, ich hasse so etwas, aber es war notwendig, glaube ich, und ihr seht das auch. Entschuldige mich bei allen zukünftigen Sehern dieses Videos, aber ihr müsst wissen, was los ist. Damit abgehandelt. Bleibt das Sakrament der Allerheiligsten Eucharistie. Nun, der würdige, liebe Mitbruder von mir, Pater Franz Schmidberger, hat vor 14 Tagen war das, nicht war hier über die Heilige Messe gesprochen. Ich möchte dem nur noch Folgendes hinzufügen. Ein paar kleine pikante Illustrationen. Wer hat gesagt, ein Opfer findet auf dem Altar statt, ein Essen auf dem Tisch und daher einen Mahltisch verlangt? Dr. Luther und Thomas Cranmer aus Canterbury unter Heinrich dem 8. Wer hat wortwörtlich gesagt, wie das im neuen Ritus ist,
Ein Opfer wird auf den Altar gelegt, essen aber auf einen Teller, womit im neuen Ritus, im Novus Ordo Missae, der Priester die Hostie ständig auf der Patene zu halten hat. Auch bei der Wandlung. Denn Essen gehört auf einen Teller. Wer hat behauptet, dass die Messe kein Opfer ist, sondern eine Sacra Synaxis oder Congregatio? Der Herr Dr. Luther und Thomas Cranmer aus Canterbury, ganz genau die Definition in Punkt 7 der Institutio Generalis Missalis Romani von 1969, eine heretische, weil ungenügende Definition der Heiligen Messe, die nicht gut gemacht wird dadurch, dass in der zweiten Auflage des Messbuches 1970 der Satz aus dem Konzil von Trient mit der unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers hinzugefügt wurde. Wird nicht gut gemacht. Denn es ist ja gerade, wie Pius X. in Pascendi Dominici Gregis sagt und wie bereits Pius VI. In Auctorem Fidei sagt, der Trick des Modernisten, der Trick des Neuerers, dass er zur Lüge auch eine Wahrheit sagt. Aber die Lüge nicht löscht. Und solange der erste Paragraph des Punktes 7 der Institutio Generalis Missalis Romani von 1969 und 70, also 70 dann der erste Paragraph, stehen bleibt, solange meinen die Autoren dieses Buches das auch so. Und das ist also klar, dass aus diesem eucharistischen, danksagenden Opfer nur noch eine Danksagung daher ist, das heißt also Eucharistie, ja, gehen wir mal rüber zur Eucharistie, ja, und ein Bankett. Und im italienischen Kinderkatechismus, O Graus, denkt an das 10. Kapitel Matthäus 1 bis 18 über die Engel und die Kinder, wer eines von diesen vom rechten Weg abbringt, für den wäre es besser, mit einem Mühlstein um den Hals an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt zu werden. Im Kinderkatechismus der italienischen Bischofskonferenz von ca. 300 italienischen Bischöfen unterschrieben, dem Papst selbstverständlich bekannt, steht als Definition der Messe am Sonntag, ja, Moment, steht drinnen wortwörtlich: Il banchetto domenicale del popolo di Dio. Das Sonntagsbankett des Gottesvolkes. Punkt. Das war's. Das ist die Definition der Messe in diesem Katechismus, den 300 italienische Bischöfe unterschrieben haben. Il banchetto domenicale del popolo di Dio. Im katholischen Bayern ist das banchetto domenicale del popolo di Dio der Frühschoppen nach der Messe, wo man erst den Schweinsbraten und erst ein Maß Bier reinzieht. Ich sage das absichtlich so, denn das ist in der Konzilskirche die Messe. Die Messe ist ein netter Frühschoppen, bei dem ja das Bier fehlt und der Schweinsbraten. Und darum gehe ich auch nicht mehr hin als echter Konzilskatholik. Wozu? Wofür? Wofür soll ich am Sonntag in die Messe gehen? Für ein Banchetto Domenicale del Popolo di Dio, für ein Sonntagsbankett des Gottesvolkes, genug über die Messe und dann andere Regeln gesprochen, die 10 Gebote. Im ersten Gebot, da ist es so, dass Luther noch dogmatischer war als Johannes Paulus II. Luther hätte sich kategorisch geweigert, den Koran zu küssen. Jenes Buch, in dem drinnen steht, dass die Ungläubigen vernichtet werden müssen, also wir. Jenes Buch, in dem drinnen steht, dass die Idee der heiligen Dreifaltigkeit, ich zitiere Mohammed, seid nicht böse auf mich nachher, dass die Idee der heiligen Dreifaltigkeit scheiße ist. Steht im Koran. Und dieses Buch küsst der Papst, öffentlich. Und hat an mehreren anderen Gelegenheiten zitiert, Osservatore Romano, immer wieder möglich, die Zitate zu finden. Es ist ein heiliges Buch genannt. Er hat nicht gesagt, was korrekt gewesen wäre, das heilige Buch des Islams. Sondern er hat gesagt, das ist ein heiliges Buch. Hier schlägt er, Luther hätte Johannes Paulus II. Exkommuniziert für so etwas. Das hat er gemacht. Luther hat viele Leute exkommuniziert, war alles ungültig natürlich, aber der hätte Johannes Paulus II. Wäre die kategorische Bestätigung der Schimpfreden Luthers über das Papsttum gewesen. Er hätte gesagt, seht, er hätte den Wittenberger Katholiken und dann den, wo war er überall, sagen können, schaut euch doch an den Papst in Rom. Er küsst den Koran. Hier wird also Luther überholt im ersten Gebot. Im zweiten Gebot nicht. Luther hat also Christus die Namen genannt, die hier nicht nötig sind zu wiederholen, und ich habe sie einigen schon genannt, also wirklich unglaublich und ziemlich unschlagbar in seiner Blasphemie. Johannes Paulus II. Aber, zweites Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht unehrenhaft nennen, sagt im Sudan,
der hauptsächlich mohammedanisch ist, nach einer völlig auf Englisch gehaltenen Rede, Allah fahre den Sudan, Allah möge den Sudan segnen. Die Apologeten in Wigratzingerbad haben dazu natürlich Folgendes zu bemerken, ja, das arabische Wort für Gott ist Allah, Gott segne den Sudan, darf ein Papst doch sagen. Wieso sagt er aber nach einer vollkommen englischen Rede dann plötzlich Allah Akbar al-Sadan? Wieso nennt er zum Beispiel Gott im Zusammenhang mit anderen Göttern in Assisi und ähnlichen prachtvollen Religionstreffen, wo das Schönste auf uns ja noch nächstes Jahr zukommt? Drittes Gebot, die Sonntagsmesse. Wieso nimmt er den Katholiken nicht nur die Sonntagsmesse im Ritus, wie Luther das getan hat, durch die Wegnahme der Gültigkeit, er nimmt, wie Luther das getan hat, den Katholiken am Sonntag die Messe auch durch Wegfall der Priester. Obwohl die traditionellen Seminare Berufungen haben und die modernistischen Seminare gar keine mehr praktisch. Obwohl es gar nicht mehr sicher ist heute mit dem, was die Bischöfe veranstalten, ob wir überhaupt noch Priester haben an gewissen Orten. Er nimmt uns im Ritus die Messe, weil ich dort nicht hingehen darf. Ich darf in einen zweifelhaften Ritus nicht gehen. Ich darf in einen zur Häresie führenden Ritus nicht gehen. Er macht also das, was Luther getan hat. Luther hat gesagt, es gibt keine Priester, es gibt keine Realpräsenz, es gibt keine Transsubstantiation. Das sagt er nicht, das sagt Johannes Paul II. Nicht. Aber in der Praxis lässt er es darauf hinauskommen. Aus lauter Angst, den Protestanten zu missfallen, hat ja Paul VI. Bei der Liturgiereform protestantische Pastoren mitreden lassen. Und der Hauptautor des neuen Ritus sagt in seinen Memoiren, jetzt ist das Hindernis den Protestanten gegenüber beseitigt. Und mehrere protestantische Pastoren, Kirchenräte und Bischöfe haben gesagt, die neue Messe kann man ohne zu zögern als Protestant, als Lutheraner akzeptieren und zelebrieren. Wir haben also eine lutherische Messe gekriegt, die übrigens textidentisch ist, beinahe textidentisch ist, mit dem, was Thomas Cranmer 1535 folgende vom Sarum-Ritus in England übergelassen hat für den anglikanischen Ritus. Also im dritten Gebot auch die Protestantisierung. Das vierte Gebot ist ebenfalls der Heilige Vater identisch mit Martin Luther in krassem, öffentlichen, nachweisbaren, objektiven, schwerstem Ungehorsam gegen seinen Vorgesetzten, Jesus Christus, das vierte Gebot, ja, gegen seinen Vorgesetzten Jesus Christus, indem er die Anordnungen des Heiligen Konzils von Trient bezüglich der Sakramentenspendung zum Beispiel nur krass missachtet, in der neuen Liturgie, in seiner Art und Weise sich hier zu benehmen, in seiner Art und Weise hier Dekrete zu unterschreiben. Man denke an die ganzen Sondermessen, die es heute gibt, die ganzen Ausnahmen bei den Sakramenten, die heute erlaubt sind, die ganzen schändlichen und ungültigen Riten, die diverse Bischofskonferenzen in teilweise gotteslästerlichen Übersetzungen herausgeben, die von Rom approbiert werden und vom Papst, auch wenn er es nie zu Gesicht bekommen hat vielleicht, verantwortet werden. Er ist in krassen, öffentlichen, ungehorsam, sichtbaren, nachweisbaren, öffentlichen Ungehorsam gegen seinen Chef, gegen seinen Vorgesetzten, unseren Herrn Jesus Christus, in seinen Anweisungen, in seinen diversen Dekreten, zum Beispiel Ecclesia Dei, wo er feststellt, dass es eben neue Punkte in der Lehre geben kann, was eine Häresie ist, gegen Denzinger Schönmetzer 3070, viertes Kapitel der Constitutio Prima, Dogmatica Prima, Pastor Eternus de Ecclesia Christi vom 18. Juli 1870, erstes Vatikanum, Unfehlbarkeit, wo es heißt, dass der Heilige Geist nicht gegeben wurde, ich habe das oft schon zitiert hier, um neue Lehre zu sagen. Er sagt, dass viele Katholiken Schwierigkeiten mit dem Zweiten Vatikanum haben, vielleicht weil einige Punkte der Lehre neu sind. Im fünften Gebot durch Beleidigung, er hat uns alle hier schwerst beleidigt, indem er sich im Namen aller Katholiken bei den tschechischen Protestanten dafür entschuldigt hat, was die Katholiken früher einmal den tschechischen Heretikern und Reformatoren angetan haben. Das ist eine Beleidigung meiner Person, meines Verstandes, meines Glaubens und meiner Existenz als Gläubigen und meiner Existenz als Offizier in der größten Armee der Welt, Geschichte, nämlich der katholischen Kirche, als Priester Gottes, als Priester unseres Herrn Jesus Christus.
Der Papst entschuldigt sich in meinem Namen dafür, dass der Glauben verteidigt wurde. Das ist eine direkte Beleidigung Gottes, auch fünftes Gebot. Gott beleidigen ist nicht nur zweites Gebot, Gott beleidigen ist auch fünftes Gebot. Festzustellen, dass das Staunen über den Wert und die Würde des Menschen sich Evangelium nennt, ist auch gegen das fünfte Gebot, weil es Gotteslästerung ist. Daher Beleidigung, fünftes Gebot, du sollst nicht töten. Das ist ja aber die erneute Tötung Christi am Kreuz durch Beleidigung, durch Schmähung, durch Gleichsetzung Christi mit Buddha, mit Mohammed und mit ähnlichen Verrätern und Satansbraten. Indem er zum Beispiel überhaupt die Idee ihm kommt, man könnte Martin Luther selig und heilig sprechen. Fünftes Gebot, Beleidigung Gottes ins Gesicht Gottes. Wie Luther. Im siebten Gebot, du sollst nicht stehlen. Der Katholik hat per göttlichem Recht, nicht von der Kirche gewährtes Recht, der Katholik hat durch von Christus, also göttlich gewährten Recht her, den Anspruch auf die Sakramente. Und nicht nur das, sondern wie die Kirche lehrt, ich erinnere mich jetzt nicht an das Konzil, wo das steht, das ist schon Konstantinopel oder Lateran, schon einige Zeit her, per göttlichem Recht den Anspruch darauf, jedes Sakrament in seinem Ritus zu empfangen. Wer also nicht in Reichweite einer Kapelle der Bruderschaft St. Pius X. und ähnlicher wohnt, dem hat der Papst die Sakramente geraubt. Geraubt insofern, als dass wenn ihr mir 1000 Mark leiht und ich sperre die in meinem Schrank ein und gebe sie euch nicht wieder, dann ist das eben auch Diebstahl. Ich habe es euch nicht weggenommen, aber ich gebe es euch nicht wieder. Ich gebe euch nicht, was euch nicht zusteht, was euch zusteht. Ja? Ich gebe euch nicht, was euch zusteht. Ihr habt alle, solange nicht einer von euch in öffentlicher, weit bekannter Todsünde ist, einen absoluten Anspruch darauf, dass ich hier euch morgen im Sonntagshochamt die Kommunion gebe. Wenn ich euch diese Kommunion nicht gebe, wenn ich sage, du bist mir unsympathisch, du kriegst von mir keine Kommunion, dann ist das eine schwere Sünde gegen das siebente Gebot. Nun, und was das achte Gebot angeht, braucht man überhaupt nicht lang reden. Das achte Gebot ist das Wahrheitsgebot. Ich brauche euch nicht sagen, dass von der ersten bis zur letzten Enzyklika des Heiligen Vaters der Papst in Glaubenssachen Falsches sagt. Wie weit das dann die persönliche Sünde der Häresie ist, können wir alle nicht beurteilen, aber gelogen ist es. Er lügt, wenn er sagt, dass die Protestanten durch die Bemühung ihrer Kirchen Heil erfahren können von Christus. Das sagt er, indem er das diesbezügliche Dokument des Zweiten Vatikanums Unitatis Red Integratio zitiert und indem er in seinem Katechesi Tradende auch so genau wortwörtlich das schreibt. Und hier muss ich zum Abschluss sagen, wir haben die 10 Gebote besprochen, und die Sakramente. Der Protestantismus in der Konzilskirche geht aber insofern noch viel weiter, als was ich heute nur im Möglichsten noch ausführen kann, als dass dadurch, dass der Papst zumindest anklingen lässt und sich so verhält, sonst wäre er ja nicht mehr Papst, wenn er das direkt sagen würde, aber dadurch, dass er anklingen lässt und so agiert, als ob es vor dem Zweiten Vatikanum überhaupt nichts gäbe, haben wir ja den klassischen Reformator vor uns. Den Reformator aus dem Bilderbuch. In seinen diversen Lehrschreiben zitiert der Papst fast immer nur das Zweite Vatikanum oder sich selbst. Fast immer nur. Es kommt ganz selten vor, auch im Zweiten Vatikanum, ganz selten vor, dass einmal das Erste Vatikanum oder Trient zitiert wird. Und das wird dann meistens, wie ich an anderer Stelle nachgewiesen habe, so gemacht, dass man die erste Hälfte des Satzes aus Trient zitiert und die zweite Hälfte des Satzes sagt das Gegenteil. Uralte Methode, das heideggerische und hegelianische Dialektik ist das. Das ist die Methode der Kommunisten und nicht der Katholiken. Was der Papst hier macht ist, er spricht nicht von der katholischen Kirche, er spricht nicht von römisch-katholisch, er spricht von der Kirche des neuen Advents, dem Bewusstsein der Kirche, der Konzilskirche, der Kirche des Konzils, vom Jahr 2000, von der Bedeutung des zweiten Pfingsten, Blasphemie, das zweite Vatikanum als zweites Pfingsten, das dann in ein neues Jahrtausend des Heiligen Geistes führen wird, Häresie. Und er lästert ununterbrochen in diversen Handlungen oder Worten Gott. Indem er zum Beispiel den Menschen über Gott stellt, indem er das Zweite Vatikanum, das das schon getan hat, Gaudium et Spes Nummer 12 zitiert, die Gläubigen und die Nichtgläubigen sind sich einig darin, dass alle Bemühungen der Menschen ausgerichtet sind auf den Menschen als Zentrum und Höhepunkt, des Gotteslästerung, des halber Satanismus, der nächste Schritt ist auf Satan ausgerichtet,
schaut auf Gott. Und er ist natürlich selber ein Gotteslästerer, indem er sich apostatisch benimmt. Also als ob er den Glauben schon ganz weggetan hätte. Indem er mit Animisten am Togosee in Kamerun 1986 nicht nur betet, sondern deren heidnische Riten vollzieht. Indem er den Koran küsst, indem er sagt, der Koran ist ein heiliges Buch. Indem er mohammedanischen Knaben in einer Predigt sagt, sie sollen brave Mohammedaner bleiben. Indem er als Kaplan schon, wie er noch in Krakau war, als Kaplan in der Gegend dort, schon ein jüdisches Waisenkind absichtlich an jüdische Eltern gegeben hat, damit es nicht getauft wird und nicht christlich erzogen wird. Das wissen wir, weil derjenige ist dann irgendwo, ich glaube, sogar in Jerusalem Rabbiner geworden und hat das selber erzählt, die Geschichte. Indem er seit seines Lebens die Religionsfreiheit gefordert hat. Da gab es die Idee vom Zweiten Vatikanum im kranken Gehirn von Johannes dem 23. noch gar nicht, hat Karol Wojtyła bereits die Religionsfreiheit gefordert. Die von Gregor dem 16., Pius dem 9., Leo dem 13., Pius dem 10., Benedikt dem 15., Pius dem 11. und Pius dem 12. verurteilte Religionsfreiheit. Johannes Paulus II. Ist der klassische Reformator und es ist daher auch nicht überraschend, und damit schließe ich für heute, mit dem erschütternden Ausspruch, aus ut unum sind. Die Heiligen im Himmel kommen ja aus allen Religionen. Wozu ich mich als Katholik und Priester noch plag, weiß ich wirklich nicht. Gut, wir wissen es und ich weiß es auch. Wir wollen den heiligen Pius X. bitten, der den Modernismus so wunderschön entlarvt hat, dass er den von Satan inspirierten Martin Luther und ähnliche, die heute vielleicht von Satan inspiriert sind, vom Himmel aus noch besiegen kann. Hati vos denigratia dominibus et stelos per universus benedicis tuis, qui vivis et regnes per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedicamus nomino. Benedictio Dei omnipotenti, Patris, Filius, Spiritus Sanctus, Scendat super vos et mane ad semper. Amen. In aller Namen.